Charlie, an alle kommen. Hallo. Eins oben. Zwei oben. Drei oben. Lukas. Mit Papa. Hi, Charlie, Teile oben und Papa habe ich mit. Trennung. Alle Teile unten, hier Charlie kommt. Willkommen. Wo? Drei hört. Hier Charlie, Gefechtsbefehl. Auf Feind auf Höhe, nach Minensperre. Verschlagen. Etwa zwei Züge ausgewichen nach Roche. Wir munitionieren jetzt auf, greifen weiter an. Klappe ist zu. Ja. Also wie befohlen, erster Halbzug links der Straße, zweiter Halbzug rechts der Straße. Aufgesessen, erster Halbzug vorne, zweiter Halbzug hinten, im Zuge der B493. Freifläche überspringen wir in Waldkampfformation. Meldung an mich, sobald alle aufgemunitioniert haben und wieder kampfbereit sind. Komm. Eins aufmunitioniert, kampfbereit kommen. Zwei. Drei ebenfalls aufmunitioniert und kampfbereit kommen. Nebel steckt auch noch, das ist gut. Zwei oben. Eins oben, fertig. Fertig. Charlie hier zwei oben, komm. Charlie, komm. Zwei oben. Mal Sperrbestand Sprengbrand, komm. Ja, Charlie, habe ich mit, hatte ich ja vorhin schon gesagt, Sperrbestand aufgehoben. Wir haben noch Trennung, die zweite Gruppe, munitioniert gleich auch noch auf der rechten Seite. Ja. Danach sind wir bereit. Ich melde mich aber nochmal, sobald wir losrollen. Alle Teile oben hier, Überwachtungsbeamte, die Freifläche erfolgt dann auf der Straße in die Ortschaft. Ende. Okay. Rick? Ja? Das, was ich vorhin gesagt habe, Ausführung. Rechts neben den Großen, direkt dran. Vorwärtsmarsch. Wir haben noch 5280 Schuss MG. Schütze 12, Schütze 12, sonst sehe ich nichts. Ich habe die Lafette in der Hand. Jupp. Papa, hier Charlie, komm. Kommen Sie. 125 Schuss. Hey Charlie, wo bist du gerade? Und halt, bevor wir runterfahren. Rechter Ausläufer. Ein bisschen vorne. Charlie 2. Fahr den Busch um. Welchen davon? Alle. Ja, hier Charlie, ich bin zurück in die Senke. Am Ostrand der Feinsprung. Halt. Kommt ein bisschen vor. Geht's weiter, Ende. Bisschen noch. Eins oben, halt. Hier Charlie oben kommen. Perfekt. Eins oben. Hier Charlie oben, wir sind ja gleich der vordere Halbzug. Wir fahren jetzt gleich schon mal auf die Straße auf. Nach uns fertig, dann 1-2 km/h entlang der Straße, sodass wir im Schulterschluss der Infanterie bleiben. Dann in die Ortschaft reinkommen. Ja, so verstanden. Frage, Formation kommen. Hier Charlie oben, Doppelreihe kommen. Ende. Ja, ist klar. Schützenreihe. Punkt. Quasi. Du fährst einfach auf der linken Seite der Straße. Ja. Okay, Rückwärtsmarsch. Panzer halt. Links ummachen. Schütze bleibt 12. A3 oben. Vorwärtsmarsch. Hier 2 oben, komm mit. Nee, nicht kehrt. 3 oben, hört, komm mit. Ah. Hier 2 oben, Stellungswechsel. So passt das. Du links an die Waldkante ran, die zweite Gruppe braucht mehr G3. Links um ist 90 Grad, kehrt ist 180. Jawohl. 3. So, Achtung, Straße voraus. Straße rechts ausrichten. Linke Seite der Straße befahren. Hier stehen. Und Panzer halt, genau. 3 oben. Vorne in der Buschreihe halt. Komm. Eigene ja. Vorausspringen. Und halt.
Nee, Feind! Feuer! Charlie, Charlie, wir haben zwei Infanteristen auf der Straße, eventuell Alarmposten, komm. Hier Charlie 1 auf, sind bekämpft. Straße sichern. Charlie 2 gesagt. Herr Verhalt. Wieso sind die denn auf die Straße gerannt? Sind die dumme Ohr? Ei. Naja. Nicht mein Ding. Nee. Mauer. Ich muss zugeben, da hatte ich gerade ein bisschen Schiss. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ja, der eine hat ein dickes Rohr auf dem Rücken. Da geht die Straße. Hatte der auch. Da unten, das ist nur die Spitze von der Mauer. Der linke. Ich sehe es ja nur mit dem Fernglas. Charlie oben, hier zu oben. Ich habe wirklich gedacht, was das eigene sind. Deswegen habe ich gar nicht richtig hingeguckt. Abstand zu Infanteristen verkürzt. 1-0-0 Meter an. Naja. Wir haben eigene jetzt 1-0 hinter uns. Das ist der Zugführer. Ich hoffe, ihr kommt da raus. Nee, sieht besser aus. Warte, eine wilde Nummer. Hilox, fahrt mal langsam weiter, ich komme links von euch nicht durchs Gelände. Ich muss auf der Straße laufen. Okay, 1 oben, vorwärts, weiter Marsch. Ja, wir gehen wieder mit 1-0 dann, ja? Vorwärts Marsch, 1-0. Ja, wir haben jetzt eigene im Marderschwanz direkt hinter uns. Das heißt, auf keinen Fall rückwärts fahren. Das wieder ein bisschen verstanden, Rick? Ich fahre nur rückwärts, wenn der Befehl kommt. Okay. Eher platzen und sterben wir, als dass wir jetzt eigene überrollen. Wir haben Infanterie rechts und links von uns rum. Da steht rechts was am Haus. Eigene. Nach links raus. Dieses Mal wirklich. Links raus ins Gebäude. Ich hab auch wieder Tilly. Panzer halt. Weiter vor, bis zum Vorwärtsmarsch. Vorwärtsmarsch. Einstellung. Eigene, halt. Wow, unser Richtschütze rechts hat gerade auf eigene geballert. Und ja. Halt. Reikes, habt ihr gerade den zweiten Halbs überschossen? Charlie hier 2 durch Eigenschuss, 2 eigene ausgefallen. Erst Versorgung und dann ziehe ich weiter. Ändern. Straße und links von Straße, Schütze. Straße, links von Straße. Charlie habe ich mit. Straße. Brennung. Charlie an alle, wir angesprochen, wir gehen links und rechts der Straße vor mit den Abgesessenen. Vor allem die Panzer, passt auf, worauf ihr schießt. Ende. Was ein Profi, Alter. Das ist jetzt hier Charlie Ohr. Das war der, der 2 Meter rechts hinter uns steht. Der hat einfach nach rechts geguckt und auf eigene geballert. Okay. Ja. Der 2. Halbzug auf. Charlie 1 weiter, wir sind wieder hinter euch. Ja, Vorwärtsmarsch 1-0. Dreieck ist wieder in den Marderschwanz und am Charlie. Wir haben wieder eigene im Marderschwanz. Ihr beide macht das echt gut. Ich bin richtig zufrieden, bin ich ganz ehrlich. Fahrt nicht nebeneinander, sonst flippt ihr euch gleich weg. Halt. Ach, Lukas ist links von uns. 12 Uhr. 12 Uhr. Das ist die Hauptkreuzung. Gefällt mir, was ich hier sehe. Panzer halt. Zugführer? Halt. Könnt ihr links die Straße sichern? Einem Erwachsenen, geil. Wenn wir da jetzt einfach vorfahren, dann haut es uns gleich was in die Seite. Ja, ich. Okay. Aber die erste Gruppe ist auch noch links von dieser, aber alles frei. Okay, Vorwärtsmarsch 1-0. Hey, Reikers, fass mal Panzer mit. Geradeaus oder rechts? Du machst das schon richtig. Du machst das schon richtig. Kreuzung war links und dann zweite rechts. Nee, ja, wir biegen erst ab, wenn ich das sage. 12 Uhr sichern, 12 Uhr sichern, über die Kreuzung. Also, Moment, hier ist jetzt die 4-Wege-Kreuzung, wie eben besprochen.
Kommen wir auf die Freifläche auf. Eins oben. So, Schütze. Linke Häuserecke halten. Wir biegen jetzt links ab. Ich will, dass die Kanone direkt in die Straße schaut, sobald wir rumkommen. Fahrer vorwärtsmarsch 1-0 mit abbiegen. Nebeneinander in Doppelreihe. Bieten eigenen Infanterie-Weiterschutz für Marderschwanz, falls ihr das wollen könnt. Und Linkschenkmarsch. Sehr gut. Hier drei. So, das ist die erste. Barra, siehst du vorne die zweite rechts ab? Stopp. Vorwärtsmarsch, halt. Wir fahren jetzt in Doppelreihe, ich neben dir. Nicht eigene, schießen. Alte Stellung der Panzer vorne zu übernehmen. Vorwärtsmarsch. Weiter der Hauptstraße folgen. Naja, ne, alles richtig gemacht. Jetzt perfekt reagiert. Jetzt hier rechts ab, die Sackgasse folgen. Ja. Ruhe. Hättest du fast Lukas über den Haufen geballert. Ja. I like. Wolli, wir sind hinter euch. Ja. Charlie an alle. Wir sind jetzt 12 sichern. Da kümmert sich die Altvertretung. Noch 300 Meter. Geradeaus, nicht Straße folgen. Jetzt Obacht, der Feind kann auch von der ostwärtigen Seite einsehen. Wir greifen weiter links rechts der Straße an. Ende. So, Schütze oben, rechts. Charlie oben, stell dich auf die Straße bereit. Panzer, dann halt. Erstmal halt, noch nicht auf die Freifläche, auf meinem Befehl. Lukas! Auf die Freifläche aufkommen. Lukas! Komm mal zu mir. Lukas, komm mal zum Panzer. Charlie 1, Charlie Korn. Charlie 1. Ah, Trennung, Charlie 1 auf. Charlie 1, hier Charlie. Ah, seid ihr schon über die Vier-Wege-Kreuzung rübergekommen? Positiv, ja. Komm. War mal ein Stück rückwärts. Hi, Charlie, ja, rückwärts marsch. Wir bewegen uns weiter vor, bis wir die Brücke einsehen können. Da kommen wir ein bisschen weiter näher an die Bundesstraße. Weiter. Und halt. Lukas! Okay, der hört mich nicht mehr. Rückwärtsmarsch? Rückwärtsmarsch? Ja, I know. Rückwärtsmarsch. Panzer halt. Rechts ummachen. Straße voll. Vorwärtsmarsch. Auf unserer Höhe oder leicht vor uns, so kannst du nicht wirken kommen. So. Schütze 11. Eins oben, hier Charlie oben. Wir fahren jetzt auf die Freifläche auf. Feuerfreier Verkantfeind, Ende. Eins. Halb links, neben den Bäumen, zwischen die Lücke, volle Fahrt. Schütze parallel zur Straße schauen. Also so ein bisschen rechts. Straße. Ja, genau da. Und halt. Sehen wir hier was? Infanterist. Feuer. Rückwärtsmarsch. 3 oben, für 2 oben, die Brücke ist durch Stacheldraht gesperrt. Panzer halt. So. Feuerfreier Verkantenfeind. Opitz, siehst du was? Ja, Nebel. Das ist gut. Ich bin absolut unterdrückt. Weißt du, aus welcher Richtung wir was reinbekommen haben? Weiß, dass der Typ, den ich gerade immer schon gerade seine RPG drücken wollte. Mehr weiß ich nicht. Ich habe ein bisschen Stacheldraht gesehen, das war's. Aber dann kam Charlie schon auf, Meldung. 1 auf, komm. Charlie oben, komm. Ja, wir sind ca. 50 ausgewichen unter Nebel nach hinten. Wir haben BMK-Feuer unbekannte Richtung erkommen. Kommen. Mit Charlie oben, ja, ich versuche aufzuklären. Ende. Fahrer? Ja? Links ummachen. Wir beziehen Wechselstellung, 200 links. Charlie auf E1 auf, wir wechseln Stellung 100 links. Das jetzt 100 oder 200? Bei mir hast du 200 weiter, gesagt. Weiter. Halt, rechts ausrücken. Jetzt wo ausrichten. Fahrzeug ausgefallen. Nicht Bewegung in die Senke, Teilgedeckte herstellen, Schütze einsprechen. Vorwärts. Und, warte. So. Halt. Wirken nach eigenem Ermessen. Charlie, komm. Hier zwei oben, jenseits der Brücke, linker Bereich der Straße, eine LFK auf mich. Der Dreierpanzer steht, ich habe genebelt. Ich will GSI durchkommen.
Feuerfreier verkannten Feindschütze. Ja. Wenig. Eigentlich will ich weiter vor, weil ich dann das Gefühl habe, besser wirken zu können. Ich glaube auch nicht weiter vor, weil wir dann exponiert stehen. Wir warten. Versuch schön in die Tiefe zu sichern. Ich versuche hier vorne in die Büsche zu gucken, dass wir hier keinen Panzervernichtungstrupp fressen, weißt du? Weil normalerweise ist Panzervernichtungskorps ein Himmelfahrtskommando für den Panzervernichtungstrupp. Nicht für uns. Muss zugeben, ich hab... Charlie, jetzt hoch, komm. Charlie, komm. Keine jetzt hoch, ich greife mit dem Zoa-Panzer rechtsseits der Brücke nochmal an, versuche Sicht auf den BMP zu bekommen. Komm. Ja, jetzt Charlie, ja, habe ich verstanden. Ich bin links abgesessen am 12 letzten Uhr, Gebäude. Vielleicht Baum am Fuß des Stein. Erkannt? Du meinst, ja, Stein vor Baum, ne? Ja. Ja. Merken. Stell den Tempomaten auf 1-0 ein. Erledigt. Gut. Ich vermute, dass der Fluss vor dem Stein noch ist. Da brettern wir also nicht rein. Wir fahren in die Richtung. Ich sage vorher Halt. Jawohl. Ich will aber vor, um eventuell Einsicht zu kriegen, sobald bei uns die Leute über die Brücke gehen. Okay? Ja. Die Brücke ist rechts von uns. Die ist mit Stacheldraht gesichert. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall irgendwie Deckungsfeuer schießen, damit die da ran können, um die Sperre zu öffnen. Ja? Ja, dann kriegen wir hin. Auf der anderen Seite vom Fluss ist ebenfalls Stacheldraht. Bei der Brücke. Jenseits der Brücke, auf der anderen Seite zwischen Ufer und... Geh mal genau drauf. Bin drauf. Ja, das ist, um Ausbrechen nach links zu verhindern. Richtig. Okay, dann müssen die auf der Straße kämpfen. Ja, wir müssen sowieso irgendwann über die Brücke. Da auch für 3 hoch. Ist ein bisschen zwickerig. Ist eine gute Lage, to be honest. Ich will bei Tatsache behaupten, der Fluss ist hinterm Stein, also zwischen Stein und Baum. Glaube ich gar nicht mal. Ich glaube nämlich, dass links und rechts vom Fluss... Dingen stehen. Und das quasi das höhere Gras, was man da vorne sieht, dass das die Begrenzung vom Fluss ist. Das ist quasi so eine Art Schilf. Jetzt so. Oben, komm. Sieht man auch so einen kleinen Kau. 3 oben, Fahrer und Rechtsschütze bewusstlos, Fahrzeug aktuell nicht einsatzfähig, kommen. 2 oben, ja, Ende. Ich war ganz schnell. Jetzt 2 oben, komm. Ende selber HE, dann ist doch der Stacheldraht weg, oder? Ich muss zugeben, ich weiß auch nicht, wo Charlie ist. Also Charlie oben. Rick, weißt du noch, wo die alte Stellung war, wo wir gerade beschossen wurden? Ja. Okay, rückwärts Marsch. Dann rechts um, in die alte Stellung wieder rein. Jawohl. Ich sehe den nicht mit Milan, scheiße. Okay. Soll ich? Kriegst du den? Probier's. Was sind das? 700? Rick? Ja. Ja. Den Stein, den ich gerade meinte, ne? Ja. Genau darauf zu halten, Sturmfahrt. Marsch. Opitz, bleib drauf auf dem Ziel. Ja. Und Feuer. Geh nicht mehr. Okay, passt, passt, passt. Wir fahren weiter drauf zu. Fahren weiter drauf zu. Und... Ja, 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 halt. Feuer. Hast du ihn? Charlie, hier zu. Komm. Kannst du mich hören, oder? Kannst du mich hören? Panzerstellung. Ah, 200 West von Brücke steht noch der Dreierpanzer. Hast du da schon einen? Rechte Straßenseite. Wir müssen die eigenen da decken. Wir haben ja massive Ausfälle, Bruder. Und halt. Charlie, komm. Oh, langsam. Sollen wir euch helfen, oder was? Hey, Goldie, mir nach. Charlie, Moment, ja, Mischka hinterher.
Ah, wundervoll, ich sehe es. Hervorragend, sieh zu, dass dein Kumpel Panzer noch zu dir kommt und ganz langsam, außen der Ortschaft langsam, einreicht. Komm. Langsam. Schütze 12. 12. Mit Charlie oben, ja geil, Ende. Ja, weiter, 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 ich sehe ihn noch. Gibst du Gas? Ja, ich brauche Überschwung. Ja. Und nochmal, nochmal, komm. Hinten ist frei, Rick, zurück. Weiter, 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 weiter. So, und schon. Jalla. Jalla. Ein Hüpfer wird. Ja, ich hab noch einen Kopf hinterher. Und halt. Rechts die Straße lang. Wie weit? Okay, wir fahren einfach mal weiter. Schön langsam, schön langsam, schön langsam, schön langsam. Das ist ein eigener. Hier Charlie oben. Hört. 1-0. Hier Charlie oben, wenn du auf der Querstraße hinter mir bist, dann halb links. Ja, du folgst auf der anderen Querstraße nördlich von mir kommen. Also schon. So, Geschwindigkeit eigene Maßgabe. T-Kreuzung links ab. Muss da vorne wahrscheinlich gleich erstmal halten. Wir sind jetzt im Schulterschluss mit dem Rest des Zugs. Ja, hab ich mit. Rechts ab gleich. Cool. Jetzt oben, komm. Moment, wieder auf 1 eingestellt. 3 aufhört. Ah, jetzt oben. Du greifst weiter im Zuge der Straße an, bleib im Schulterschluss mit linken und rechten Infanteristen. Ich bin rechts in der Querstraße, komm. Panzer halt. Verstanden. Hände. Panzer rückwärts Marsch. Gucken wir mal, ob wir rechts den Panzer nähen. Sitzt auf jeden Fall auch Fußholk. Hat Charlie an alle Lageinformationen. Bravo Zug als rechter Nachbar hat seine Stellung genommen. Wir haben rechts der Bundesstraße ebenfalls alle Gebäude genommen. Letzte Ausläufer links der Straße werden gerade genommen. Wir versorgen die letzten Verwundeten. Panzer halt. Dann alles weiter, Jungs. Achtung. Wo war's? Ich höre ja sogar Sascha hier. Gut. Achtung, Mädchen. Panzer rollt vorwärts. Vorwärts Marsch. 5 km/h. Ja. Er ist bei uns MG. Sascha. Nee, weiß ich ja nicht. Halt. Dummi. Panzer halt, genau. Spannend, ob das klappt. Alles genommen, ja. Die sind jetzt nicht überall rein, aber... Also ich hätte gerade beim ersten Mal der Sache so oder so gehalten, weil ich Schiss hatte, dass die gerade von rechts rüber springen einfach. Ja. Okay. Und da habe ich keinen Bock drauf, die Ketten sauber zu machen danach. Von Nord bis Nordost. Aber von Nordost bis Ostkorn. Gucken, wo unser... Hi, oben, oben, kommen. Hört! Jetzt oben. Du überwachst aus der Tiefe der Ortschaft. Im Zuge der Straße. Die B493. Ich stehe 100 südlich davon. Überwache die Waldkante. Dein direkter rechter Nachbar bei einer Halbmauer ist die 2. Gruppe. Schieß sie nicht über den Haufen, kommen. Dann verstand ich ein Stück zurück, um nicht aufzustehen, komm. Gut, zu Ende. Vielleicht hast du einfach nur eine Taste hinzugefügt und die alte nicht. Erste Gruppe. Äußerst im Norden, bei der Scheune. Da sind wir. Dritte Gruppe. Mittig, zweischichtiges Gebäude an der Bundesstraße. Zweite Gruppe. Südlich der Bundesstraße. Zugtrupp. Wir sind hinter
Sunny? Nach dritter Gruppe. Bin fertig. Ah, Papa. Ah, ihr weicht aus. Nee, bei mir ist gerade alles offen. Ja. Halt euch für Folgeaufträge bereit. Ja, fuck, dann ist die Wunde wieder aufgegangen. Entsprechend mit bei ihrer Bei mir ist auch noch nichts genäht. Ja, wahrscheinlich. Sind die Wunden aufgegangen, wenn ich genäht habe. Achso. Okay. Dann bricht das auf. Gleich verstanden. So, also wir sollen hier in Stellung gehen. Wir sind hier. Ich mach meinen Funkgerät wieder leise. Also, ich gehe mit hier über Kreuz. Hallo. Ich muss sagen, ey, wirklich jetzt, ne? Die Jungs auf dem Panzer, Hut ab. Das läuft, ne? Ja. Und Rick und Opitz sind mal auf jeden Fall Box. GG. Ja, war gut. War richtig gut. So.